Oh, ist das an? Okay, gut, super. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Ellen Überscheer. Ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der DGO die russischen Alternativen hier in der Böll zu Gast haben. Letztes Jahr waren wir ja im Roten Rathaus in einem sehr pomfortionösen Saal. Heute müssen Sie hier mit unserem, aber technisch weitaus besser ausgestatteten Saal vorlieb nehmen. Ich freue mich, dass wir die Kooperation haben und es gibt ja für uns zumindest hier in Deutschland kaum ein wichtigeres Thema als die Frage der Energiewende. Und ich würde gerne am Anfang darauf aufmerksam machen, dass wir ja ein Format haben, das Atlas heißt. Es gibt einen Kohle-Atlas, wo es wirklich direkt um das Thema Kohle geht. Dieser Atlas ist in gedruckter Form vergriffen, aber Sie können das natürlich auf der Website nach wie vor anschauen, herunterladen, ausdrucken, wie Sie mögen. Ich will nur in Vorbereitung auf unser Thema hier heute auf den Energieatlas, den europäischen Energieatlas aufmerksam machen, wo es am Ende eine sehr schöne Grafik gibt über die Frage, woher exportiert eigentlich die Europäische Union ihre fossilen Energieträger? Zu über 50% ist die Europäische Union davon abhängig, Energie aus außereuropäischen Staaten zu importieren. Und da sieht man hier so einen kleinen lila Punkt. Und dieser Punkt bedeutet, das sind Zahlen für das Jahr 2016, dass 570 Millionen Tonnen Kohle aus Russland nach Europa importiert worden sind. Russland ist Deutschlands mit Abstand wichtigster Kohlelieferant. So steht es dann entsprechend auch im Jahresbericht des Vereins der Kohleimporteure. Und vor diesem Hintergrund reicht es natürlich aus, zu überlegen, ja, du liebe Güte, was bedeutet das eigentlich, wenn wir hier in Deutschland aus der Kohle aussteigen, die Kohlegruben schließen, gleichzeitig Kohle importieren, die Polen importieren genauso viel. Also da ergeben sich sehr, sehr viele Fragen. Gleichzeitig wissen wir, dass der Kohleabbau eher ausgebaut und verschärft wird in Russland. Daraus ergeben sich dann noch mehr Fragen. Wie passt das eigentlich zusammen mit dem bestehenden Versuch, die Paris-Ziele zu erreichen und sich komplett von fossilen und von Kohle zuerst Energieträgern zu verabschieden? Und dahinter steht natürlich auch die Frage, wie wird eigentlich in Russland selbst über das Thema Kohleabbau diskutiert? Wie hängen die Proteste, von denen wir hören, in der Steinkohleregion Kuspas, wo unser heutiger Fokus liegt, mit der internationalen Klimadiskussion zusammen? Russland hat Paris mit unterschrieben. Wie sind die sozialen und die ökologischen Bedingungen im russischen Kohlebergbau? Wie ist das Bewusstsein? Wie weit ist das Bewusstsein auch von Menschen, die dort arbeiten, über die Zusammenhänge, von denen sie selber ein Teil sind? Und was wissen eigentlich Menschen in Deutschland darüber, unter welchen Bedingungen sozialen, ökologischen, ökonomischen die Kohle in Russland abgebaut wird? Ich freue mich, dass Alexander Koroleva heute mit unter uns ist und unsere Partnerorganisation EcoDefense. Wir werden von Ihnen noch mehr hören, aber Sie geben schon einen Hinweis darauf, wie der Umgang mit Menschen ist, die sich um diese Themen explizit kümmern, die hinschauen, die skandalisieren, die Informationen weitergeben. Und ehrlich gesagt, wir sind ja 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und die Umweltbewegung. Ich selber bin in der DDR aufgewachsen und gerade dieses Thema der Skandalisierung und des Aufmerksammachens auf ökologische Problemlagen, das hat auch schon früher andere Regime sehr, sehr provoziert und sehr verärgert und hat dann aber auch wiederum von Seiten der Oppositionsbewegung und der Bürgerbewegung Aktivitäten ausgelöst.
Die Proteste zurück zu Russland im Kusbass, die es gibt, wurden in Deutschland bisher kaum wahrgenommen. Aber sie reihen sich natürlich ein in eine Vielzahl von Protestbewegungen. Mein Gefühl ist, dass inzwischen das Thema der Müllhalde in Archangelsk, weit über 1000 Kilometer hinter Moskau oder beziehungsweise östlich von Moskau, inzwischen angekommen ist in der deutschen Öffentlichkeit. Darüber gibt es Artikel. Aber die Kusbass-Proteste sind ein Teil davon, die sich in verschiedenen russischen Städten und Regionen entwickeln. Es geht um konkrete Missstände und Projekte, aber zugleich geht es natürlich auch immer um die Demokratie und um die Ökologie als Ganzes. Sind denn diese Proteste, darüber werden wir uns unterhalten, eigentlich ein Teil von gestiegenem Umweltbewusstsein in Russland? Gibt es so etwas wie eine gesamtrussische Umweltbewegung? Diese Frage wollen wir stellen. Und wie begegnet die russische Politik, also die Nomenklatura, eigentlich diesen Protesten in den Regionen, aber auch im Zentrum? Alle diese Fragen lassen sich zusammenführen unter dem Obertitel dieser Veranstaltungsreihe, die wir schon einige Jahre gemeinsam mit der schon erwähnten Gesellschaft für Osteuropakunde organisieren, russische Alternativen. Es geht darum, die vorherrschenden Narrative zu brechen und zu zeigen, es gibt Alternativen zum herrschenden System. Es sind nicht alle einverstanden mit der Politik, die wir von Kreml aus Seite sehen. Aber es ist wichtig, die Wissenschaftlerinnen, die Aktivistinnen und die Menschen aus der Zivilgesellschaft sichtbar zu machen, die diese Alternativen auch persönlich darstellen und die vor allen Dingen selbst bedroht sind und sich wirklich großer Gefahr ausliefern. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute auch 5 Gäste aus Russland, Gesprächspartner und Gesprächspartner aus dem Kusbass, aus Moskau, hier begrüßen dürfen. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, was wir an Informationen und an weiterreichenden Erkenntnissen hier bekommen werden heute Abend. Ich wünsche uns gemeinsam eine sehr, sehr intensive Diskussion und bedanke mich sehr, dass Sie heute Abend alle gekommen sind. Und übergebe. Dankeschön. Und übergebe gleich und gerne an Gabriele Freitag von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Ja, liebe Gäste, ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier seitens der DGO. Wir sind seit 2014 Partner bei den russischen Alternativen und das sehr gern, jedes Jahr wieder. Und Ellen Überscher, ich fand es ganz schön, dass Sie gerade nochmal auf diesen Titel auch aufmerksam gemacht haben. Russische Alternativen, was verbinden wir damit? Eigentlich ist Alternative genau gesagt eher die Aufforderung, zwischen einem klaren Entweder-Oder eine Entscheidung zu treffen. Wir sprechen ganz bewusst von russischen Alternativen und ich glaube, das ist auch in dem Sinne sinnvoll, als wir häufig hier Aushandlungsprozesse haben, um die es geht. Und das werden wir sicherlich heute Abend beim Thema Umweltschutz hier auch genauer sehen. Was sind die unterschiedlichen Positionen? Wer vertritt welche Positionen? Und wie kann ein Prozess in Gang gebracht werden oder welcher Prozess läuft schon? Das ist ja auch interessant, um Dinge vor Ort zu ändern. Und damit leite ich auch direkt über in das erste Panel, Kohlediskussion auf Russisch, Bericht aus dem russischen Kohlenpott. Ich werde diese Diskussion heute moderieren, weil die eigentliche Moderatorin leider kurzfristig verhindert war. Und ich möchte beginnen mit einem kurzen Einstieg aus dem Handelsblatt. Das Handelsblatt hat am 4. November einen Artikel gebracht: Deutsche Konzerne geraten wegen Kohleimporten aus Russland in Erklärungsnot. Ein Artikel von Katrin Wisch. Und sie führt sehr eindringlich in die Problematik ein. Und lassen Sie mich kurz zitieren. Eine dicke schwarze Schicht zieht sich über die Straße. Sie bedeckt Dächer, Bäume und Autos. An manchen Bürgersteigen türmt sie sich zu einem meterhohen Hügel auf. Was aussieht wie schwarzer Schnee, ist in Wahrheit dunkelgrauer Kohlestaub.
Im Februar gehen die Bilder aus dem Kusbass in Russland um die Welt. Die Region in Westsibirien liegt mitten im Herzen der heimischen Kohleindustrie. Der schwarze Schnee soll aus einer fehlerhaften Kohlewaschanlage ausgetreten sein und verteilt krebserregende Schwermetalle in der Luft. Der Quarzstaub ist nicht das einzige Problem für die mehr als 2 Millionen Menschen, die in der Gegend in Sibirien leben. Umweltorganisationen berichten von verheerenden Trinkwasserverschmutzungen und überdurchschnittlich hohen Zahlen an Krebs, Lungen- und Hauterkrankungen, von Folgen für die Umwelt ganz zu schweigen. Das gibt Ihnen ein bisschen ein Panorama und ich freue mich sehr, dass einer unserer Teilnehmer bei der ersten Diskussion, Anton Lementujew, ein Umweltaktivist aus Novosibirsk, uns ganz kurz, Novokuznetsk, uns ganz kurz einführen wird in die Region, über die wir dann heute sprechen werden. Und damit bitte ich Anton Lementujew zunächst zu uns nach vorne. Dankeschön. Guten Abend. Ich kann nicht sagen, lieber Gäste, denn ich bin selbst Gast hier und ich begrüße eher anders. Ich begrüße euch, lieber Freunde Russlands. Ich werde Ihnen darüber erzählen, wie meine Heimatregion Kusbass aussieht und welche Folgen die Kohlegewinnung für diese Region hat und welche Folgen es für die Menschen hat, die dort leben. Hier auf diesem Bild ist in Rot hervorgehoben die Region auf der russischen Karte, Landkarte. Die Entfernung von Seehäfen, über die die Kohleexporte abgewickelt werden, beträgt 4.000 bis 5.000 Kilometer. Das ist die größte Entfernung, die Kohle überwindet, bevor sie an den Endverbraucher kommt. Nirgendwo sonst gibt es weltweit diese Entfernungen und diese so teuren Transportkosten für Kohle. Der größte Anteil der Kohlegewinnung passiert im Tagebau. Letztes Jahr wurden 250 Millionen Tonnen gewonnen und der größte Teil dieser Menge wurde gerade im Tagebau gewonnen. Der Tagebau kann bis zu 250 Meter tief sein und bis zu 10 Kilometer, was seine Länge angeht. Dieses Bild kommt aus der Stadt Kiselowsk. Diese Stadt liegt im Kusbass. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Stadt aus dieser Region. Und in dieser Stadt arbeiten 9 Lagerstätten, bei denen Kohle im Tagebau gewonnen wird. Und egal, wohin sich Menschen begeben, sie finden immer diese Gruben vor. Letztes Jahr, was die Statistik angeht, und zwar die Statistik der russischen Regierung, wurden 3,5 Millionen Abfälle generiert. Und diese Abfälle sehen so aus. Da sind riesengroße Mengen, die um hunderte Meter in die Höhe rausragen. Sie bringen sehr viel Staub hervor und dieser Staub ist sehr schädlich für die Atemwege. Das ist die Panorama der Stadt Kiselowsk. Achten Sie bitte darauf, dass Gebäude vor dem Hintergrund der Bäume stehen, der Berge stehen. Diese Berge, das ist Abraumhalden. Und egal, welche Windrichtung Sie haben, Staub wird aufgewirbelt. Menschen atmen diesen Staub ein. Dieser Staub gelingt ins Trinkwasser und aus diesem Grund werden Menschen sehr großen negativen Folgen für ihre Gesundheit ausgesetzt. Das zweite Problem im Kusbass besteht darin, dass
flächendeckend Kohle als Heizungsmittel eingesetzt werden. Winter 2017 auf diesem Bild, und Sie sehen diesen schwarzen Qualm. Sie sehen keine Filter, die eingebaut sind. Sie sehen Ruß überall, und die meisten Aktivisten sehen den größten Teil dieses Problems darin, dass Kohleunternehmen, dass es so sehen, dass Kohle dann doch verheizt wird. Das größte Problem in der letzten Zeit im Kuzbass besteht darin, dass die Verschmutzungen durch den Kohlestaub überall vorhanden sind. In der Stadt Kislovsk gibt es diese 5 Aufbereitungsanlagen. Schauen Sie sich bitte mal an, welche Mengen an Staub diese Fabrik produziert, die innerhalb der Stadt liegt. Etwa 90.000 Menschen leben in der Stadt, und Menschen, die in diesen Betrieben eingesetzt werden, werden den negativen Folgen durch diesen Staub ausgesetzt. Aber wenn Sie Ihre Arbeitsstätte verlassen, ist es noch kein Ende. Wenn Sie nach Hause gehen, atmen Sie nach wie vor diesen Staub ein, genauso wie Ihre Kinder. Das Ergebnis dieser Industrie sehen Sie auf diesen Bildern. In Kislovsk ist immer der schwarze Schnee zu sehen. Und Sie sehen, dass Menschen dann trotzdem Schneeballschlachten veranstalten und wahrscheinlich nicht besonders auf diesen schwarzen Schnee achten. Dieses Bild wurde im März 2019 gemacht. Das ist ein Satellitenbild. Das ist die Panorama der Stadt Kislovsk. Sie sehen diese Pfeile, ein Kilometer schwarze Flecken, da sind Aufbereitungsanlagen und Kohlegewinnungsanlagen. Und wie Sie sich selbst vergewissern können, ist die ganze Stadt von einem schwarzen Film überzogen. Warum ist es so? Der größte Teil der Kohle wird im Tagebau gewonnen. Das ist die preisgünstigste Art der Gewinnung. Kohleunternehmen sparen dadurch sehr viele Mittel, während sie im Tagebau Kohle gewinnen. Und wenn sie keine Technologien einsetzen, die diese schreckliche Verschmutzung verhindern können. Und deswegen ist die russische Kohle sehr wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt. Welche Folgen haben wir? Dieses Bild wurde ebenfalls in der Stadt Kislovsk gemacht. Dieser Friedhof ist schon vom Abraum abgedeckt oder zugedeckt. Aber dieses Bild möchte ich als ein Beispiel für eine etwas andere Geschichte anführen. Und zwar, Sie finden keine zuverlässigen Informationen über das Niveau der Erkrankungen in der Stadt Kislovsk. Aber wir haben Angaben gefunden aus der Nachbarsregion Oblowsk. Dort gibt es keinen Tagebau innerhalb der Stadt. Aber selbst dort ist es so, dass seit 2015 Krebserkrankungen um das Zweifache gestiegen sind. Tuberkuloserkrankungen sind um 1,8-fache gestiegen. Wovon zeugt das? Das zeugt davon, dass egal wie Kontrollbehörden die Informationen vertuschen, egal wie die russische Regierung diese Angaben vertuscht, spricht alles dafür, dass die Kohlegewinnung direkt den Gesundheitszustand der Menschen beeinflusst. In der Stadt Kislovsk, und da leben immer noch Menschen, ihre Bilder zeige ich Ihnen gleich auf, also in dieser Stadt gibt es kein onkologisches Krankenhaus. Menschen sind gezwungen, ein onkologisches Krankenhaus in der Nachbarstadt aufzusuchen. Sie müssen 1,5 Stunden für den Weg aufwenden, um zum Onkologen zu kommen. Ich wollte noch ein paar andere spannende Fakten beibringen. Der Export von Kohle aus dem Kuzbass
Im ersten Halbjahr 2019 verglichen mit dem ersten Halbjahr 2018. Achten Sie bitte mal drauf, dass der Export aus Deutschland um ein Vielfaches gestiegen ist nach Deutschland. Und wenn diese Dynamik erhalten bleibt, wird Deutschland der größte Exporteur der Kohle aus oder Importeur aus unserem Region, sogar noch vor Korea, Südkorea. Und dieser große Export aus unserer Region hat überhaupt kein Reichtum für die Region gebracht. Sie sehen, wir haben den schwarzen Schnee, wir haben Zerstörung, wir haben im Prinzip unmögliche Wohnverhältnisse. Das ist ein Foto, welches neben einer Eisenbahnstation gemacht wurde, wo die Kohle in Eisenbahnwagen für den Transport zum nächsten Hafen umgeschüttet wird. Ich wollte Ihnen gerne ein kurzes Video zeigen. Das ist nicht im Kuzbass aufgenommen worden, sondern in der Nachbarregion. Aber das Bild ist letztendlich das gleiche. Das ist übrigens kein Dampf, das ist wirklich Kohlestaub, weil das ist die einfachste Art und Weise, Kohle zu säubern, um sie weiterverkaufen zu können. Ohne irgendwelche Mittel, die aufgewendet werden, um ökologisch sauber zu arbeiten. Die Kohle wird einfach so gesäubert und der ganze Staub wird einfach in die Atmosphäre abgegeben. Und es ist klar, dass das extrem gesundheitsschädigend für die Bevölkerung ist. Das war's. An Anton Lementul für diese sehr eindrückliche Präsentation. Was wir gerade gesehen haben, war ja eine Kulturlandschaft im Grunde genommen. Eine Kulturlandschaft im Sinne einer von Menschen geprägten, von einer menschengemachten Landschaft. Worum geht es jetzt hier in unserem ersten Panel? Wir wollen tatsächlich im Anfang in diesem ersten Panel einen genaueren Blick werfen auf die Region Kuzbass. Wir wollen schauen, was sind die drängendsten Probleme? Dabei wird es auch darum gehen, was empfindet die Bevölkerung selbst als die drängendsten Probleme? Wie organisiert sich aber auch die Bevölkerung vor Ort, um mit diesen Problemen umzugehen? Es wird interessant sein zu sehen, welche Protestmaßnahmen erfolgreich sind. Und dann wird es natürlich auch darum gehen, was das Ganze mit Deutschland zu tun hat. Und an einer der letzten Grafiken haben wir das eben ja schon sehr gut gesehen, Deutschland als Kohleimporteur. Ich stelle Ihnen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Panels hier noch vor. Ich freue mich sehr, zu meiner Rechten noch begrüßen zu können, Anna Fomina. Sie ist Juristin aus Petersburg und war als Juristin auch schon im Kuzbass tätig. Darüber wird sie gleich berichten. Sie ist zurzeit auch hier in Berlin tätig am UFO, am Unabhängigen Institut für Umweltfragen. Und zu meiner Linken begrüße ich Tobias Münchmeier bei Greenpeace Deutschland, war jetzt in letzter Zeit auch stellvertretender politischer Direktor von Greenpeace. Wir haben ihn eingeladen, nicht nur, weil er eine sehr große Expertise zu Umweltfragen im östlichen Europa mitbringt, sondern auch, weil er von Juni 2018 bis Januar 2019 als Sherpa, Teilnehmer für Greenpeace in der Kohlekommission hier in Deutschland gesessen hat. Wer heute leider nicht da ist, wen wir zumindest als angefragt angekündigt hatten, ist Franz Josef Wodopia vom Verein der Kohleimporteure Berlin. Herr Wodopia hat uns leider sehr kurzfristig am Freitag abgesagt. Tatsächlich, weil er das Panel nicht für ausgewogen empfunden hat und deswegen hier heute leider nicht teilnehmen möchte. Wir finden das sehr schade,
weil sowohl die Böll-Stiftung als auch die DGO eigentlich bei Diskussionen immer unterschiedliche Positionen auch vertreten haben möchten und unterschiedlichen Positionen, Personen aus unterschiedlichen Positionen die Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen, solange sie die demokratische Grundordnung respektieren. Also uns tut es leid, dass Franz Josef Odopia heute nicht dabei ist. Anton de Menthueff, ich möchte im Anfang nochmal zurückkommen auf diese sehr eindrücklichen Bilder, die Sie eben gebracht haben. Wenn Sie sich jetzt so die Entwicklung im Kusbass in den letzten 20 Jahren anschauen, was würden Sie sagen, wie weit hat sich ein Problembewusstsein in der Region entwickelt? Was wurden vielleicht vor 20 Jahren, welche Probleme wurden vielleicht vor 20 Jahren als drängendste, welche werden heute als drängendste Probleme von der Bevölkerung selbst empfunden? Also natürlich sehen die Menschen das Problem. Natürlich sehen die Menschen, dass ihre Verwandten zum Beispiel erkranken oder früher sterben. Aber man muss eigentlich auch wissen, dass Kusbas eine Monoregion ist, eine Region, die absolut davon abhängig ist, wie viel Kohle gefördert und wie viel Kohle verkauft wird. Und das ist ein absolut zügelnder Faktor für die Menschen. Das hindert sie daran, vielleicht auch ihre zivilgesellschaftlichen Positionen und Rechte zu verteidigen und dafür einzustehen. Die Kohleförderung steigt, die negativen Folgen werden stärker. Und in 2018 haben wir deswegen erstmalig auch gesehen, dass es zu einem explosionsartigen Anstieg der Protestbewegung gibt. Das gab es früher in Russland nie. Zum heutigen Tag gab es seit 2018 36 unterschiedliche Protestaktionen. Protestaktionen sind vor allen Dingen motiviert aufgrund der Gesundheitsschäden. Was für eine Motivation haben die Menschen vor Ort, sich an diesen Protesten zu beteiligen? Ich denke, es gibt einige Gründe. Mindestens zwei. Das eine ist die Verzweiflung, der Protest der Verzweifelten, wo, wenn Menschen eben sehr lange in so schwierigen Situationen wie in Kissilovsk gewohnt haben, aber dann ist etwas passiert, was direkt ihr Leben bedroht, zum Beispiel ein unterirdischer Brand. Und da haben zum Beispiel auch Einwohner von Kissilovsk in Kanada Asyl beantragt. Oder die zweite Art Proteste, Menschen haben unweit von der Stadt gelebt, in einer umwelttechnisch noch sauberen Region, aber auch dort sind jetzt Tagebaue. Und da wird die Meinung der Bevölkerung nicht eingeholt. Ja, der Tagebau wird aufgemacht und dann wird abgebaut. Und die Meinung der Bevölkerung wird, wenn, dann nur formal eingeholt. Und das ist der zweite Grund der Proteste, weil die Menschen nicht neben solche Kohleabbauen leben wollen. Und die Leute haben nicht mal Möglichkeit, umzuziehen und wegzuziehen, weil niemand ihre Häuser, die sie dort haben, kaufen möchte. Ja? Von Eigentum kommen wir vielleicht gleich und dem, was die Menschen damit machen. Sie sind als Umweltaktivist aktiv. Wie organisieren sich die Leute vor Ort? Also die Aktivisten machen ganz unterschiedliche Aktionen. Früher war es so, dass man sich öfters friedlich zu Meetings versammelt hat und diskutiert hat. Und als es aber offensichtlich wurde, dass die Regierung und die Kohlefirmen nicht auf die Meinung der Bevölkerung hören, haben die Menschen angefangen, schon andere Aktionen durchzuführen, zum Beispiel Straßen abzusperren oder im Sommer dieser Aufruf nach Kanada mit Bitte um Asyl. Dafür hat unser Gouverneur dann ziemlich scharfe Kritik geübt.
festgestellt, dass Politiker vor Ort irgendwann die Seiten gewechselt haben und festgestellt haben, dass die Probleme der Bevölkerung auch ihre eigenen Probleme sind. Stellen Sie fest, dass es vor Ort zum Teil möglich ist, mit Personen aus der Politik zusammenzuarbeiten? Sagen wir, gegenüber der Zentrale in Moskau sogar? Also wenn man über die Kohle spricht, da ist das Einzige, was wir in der letzten Zeit gesehen haben, dass auf besonders schroffe Aktionen seitens der Bevölkerung vielleicht auch der Gouverneur mal etwas sagt, darauf reagieren. Aber ansonsten kennt man in Russland die Probleme der Region Kusbass auch nicht. Und wenn, dann ist das keine Priorität. Das ist auch keine Frage in den zentralen Medien oder auch bei Verlautbarungen von Politikern aus Moskau. In meinen Augen ist es denen einfach zu wenig interessant. Bei den unterschiedlichen Problemen, von denen wir hier sprechen, gibt es zum Teil die Möglichkeit für die Menschen vor Ort, ihre Rechte auch einzuklagen. Und Anna Fomina, das haben Sie sehr erfolgreich durchexerziert, und zwar in Fragen von Enteignung anstehender oder angedrohter Enteignung. Können Sie genauer die Fälle beschreiben, in denen Sie Personen aus dem Kusbass vertreten haben? Guten Abend erstmal an alle Teilnehmer und Gäste heute. Das Erstaunlichste in meiner Arbeit und den erfolgreichsten Fall, wo ich selber noch nicht dran glaube, dass wir hier tatsächlich gesiegt haben, das war eine Geschichte, wo wir einem kleinen Dorf geholfen haben, Menchireb, im Kusbass in der Region Belovsk. Dieser Fall mit dem Dorf Menchireb, wie Anton vielleicht auch schon erzählt hat, da sollte Kohle abgebaut werden. Und momentan sind in dem Gebiet landwirtschaftliche Nutzungsfläche gewesen. Und auch die Umweltsituation war nicht so schlecht. Die Menschen haben dort viele Jahre gelebt. Die hatten ihre Friedhöfe, wo ihre Anverwandten beerdigt waren. Es gab dort Kinderferienlager und so weiter. Es war eher so eine kleine Idylle. Und da sollte halt jetzt ein Tagebau eröffnet werden. Und außerdem ist auch noch dort ein Wasserkraftwerk gewesen und ein Stausee. Das heißt, dort gibt es einen Staudamm. Und dieser Damm ist einfach auch nicht so ausgelegt, dass in der Nähe Tagebau eröffnet werden. Ja, als der Damm gebaut wurde und der Stausee, da war vom Tagebau noch nicht die Rede. Und 2017 haben die Leute dann erfahren, das sind ca. 350 Bewohner in diesem Dorf, dass jetzt ihre Grundstücke eben nicht mehr ihnen gehören und dass sie dafür eine absolut geringe Abfindung bekommen, 2.000 bis 4.000 Rubel, teilweise so noch geringer. Und es gab 4 größere Grundstücke und 300 Personen, die das in Gemeinschaftseigentum hatte, jeder ein kleines Grundstück mit seinen kleinen Parzelle. Und es gab eine sogenannte Experteneinschätzung. Jeder sollte halt für seine kleine Parzelle von der Kohlefirma ungefähr 4.000 Rubel bekommen. In Euro sind das umgerechnet 100 Euro, vielleicht sogar noch weniger, sogar weniger, also weniger als 100 Euro. Die Menschen haben das erfahren, weil sie ein Schreiben von der Kohlefirma bekommen haben mit einem Vertrag über den Abkauf. Das war schon alles geklärt, die staatlichen Behörden hatten das schon alles geklärt, dass diese Grundstücke
aufgrund des Bedarfs des Staates jetzt enteignet werden. Aber die Enteignung war ja zugunsten einer privaten Firma. Einer privaten Firma, die vorher auch noch nie prinzipiell mit Kohleabbau zu tun hatte. Sie hatten ein Satzungskapital von 10.000 Rubel und die eigentliche Tätigkeit war Brandschutz. Die haben nie Kohle gefördert. Und da haben wir angefangen, eine Aktion durchzuführen, um dieses Land von der Enteignung zu retten, dass eben nicht auf den Feldern, wo jetzt Felder sind, dann Kohle abgebaut wird. Und diese Geschichte hat insgesamt ungefähr 2 Jahre gedauert. Wir haben eine Klage eingereicht, eine Beschwerde in das Kreisgericht in Kemerovo. Und wir wollten gern diesen Gerichtsprozess aus der Region Kuzbass heraus haben, in eine andere Region, um einfach keinen Druck von Kohlefirmen auf den Richter zu haben, um das zu vermeiden, um auch den Druck auf die Medien zu verringern, weil wir natürlich auch die Medien auf unsere Seite haben wollten. Leider ist uns das nicht gelungen. Wir wollten in Novosibirsk arbeiten. Da gibt es auch eine Abteilung, die über die Enteignung von Grundstücken entscheidet. Jedenfalls war das dann das Kreisgericht in Belovsk. Und der Richter, wir hatten einfach Glück mit dem Richter, weil das war ein Richter, richtig schon ein gestandener Richter, der einfach vor nichts mehr Angst hatte, weil er halt schon lange Richter war und deswegen sich mutig genug war, diese Sache umfassend zu betrachten. Wir haben zu jeder Sitzung lokale Journalisten eingeladen und es kamen nicht nur mindestens 4 Kläger aus dem Dorf, sondern auch noch sehr viele Bewohner, die eigentlich gar nicht prozessbeteiligt waren. Und dadurch haben wir doch eine große Unterstützung für die ganze Sache bekommen. Parallel haben wir selber auf unserer Webseite über die Angelegenheit berichtet. Die Menschen haben Meetings durchgeführt, auch um unseren Prozess mit zu unterstützen. Und als wir Klage eingereicht haben gegen die Enteignungsweisung, konnte die Kohlefirma natürlich die Förderung nicht starten. Und das war schon mal ein großer Vorteil im Rahmen dieses Prozesses. Und letztendlich hat der Richter zu unserem Gunsten in der ersten Instanz entschieden. Das war für uns absolut überraschend. Das war im Frühling, im April 2018, am 13. April, am Freitag, den 13., wenn Sie es ganz genau haben wollen. Und das war ein schöner Sonntag, ja, Freitag der 13. Und wir haben es nicht glauben können. Aber laut russischer Gesetzgebung tritt so eine Entscheidung einen Monat später in Kraft. Und die Abteilung für Nutzung der Bodenressourcen hatte also einen Monat Zeit, das in Revision zu gehen. Also wir waren bereit, das weiterzumachen, aber dann gab es 2 Bewohner aus dem Dorf, die selber Berufung eingelegt haben, die nicht einverstanden waren. Über Gründe könnte man spekulieren, wir haben keine Beweise dafür, aber diese 2 Bewohner waren jetzt plötzlich der Meinung, sie hätten an diesem Gerichtsverhandlung teilnehmen müssen. Das war nicht der Fall. Und wir mussten in die 2. Runde gehen. Und da wurde tatsächlich der Beschluss wieder aufgehoben. Und dann wurden zu dieser 2. Runde alle Eigentümer, also mehr als 300 Bewohner, vor Gericht geladen. Die mussten also alle normal eingeladen werden. Die wurden alle gefragt. Die wurden als Zeugen alle befragt. Und Sie können sich vorstellen, wie diese steigende Anzahl von Teilnehmern den Prozess natürlich komplizierter gemacht hat. Einerseits, aber andererseits haben die Menschen dadurch auch das Recht bekommen, im Gerichtssaal anwesend zu sein. Und der Richter wollte das am Anfang nicht. Er sagt, dass die Anwesenheit einer solchen großen Menge von Menschen wie eine Art
Druckausübung auf das Gericht wäre. Aber ich möchte erinnern, dass Gerichtsverhandlungen in Russland immer offen sind und deswegen alle Zugang haben. Und das Gerichtsverfahren entwickelt sich ganz anders. Wir haben jetzt eine andere Richterin und wir versuchen dabei, in dieses Verfahren auch das Rostelekom einzubringen, weil Rostelekom auf diesem Gebiet seine Netze hat. Wir versuchen, kommunale Behörden in dieses in diesen Prozess einzubringen, weil sie dort auf diesem Gebiet auch ihre Straßen haben. Sie haben diese Straßen gebaut, sie haben das aus dem Haushalt finanziert. Und das beachtet die Richterin nicht. Sie denkt, dass durch die Wegnahme von Territorien ihre Interessen nicht tangiert werden. Die föderale Agentur für die Bodenschätzenutzung verhält sich dann folgenderweise. Sie ruft die Lizenz für die Kohlegewinnung zurück bei diesem Kohleunternehmen. Wenn keine Lizenz vorhanden ist, kann natürlich keine Kohle gewonnen werden und die Gerichtsverhandlung wird dann ausgesetzt. Und wir erachten das als einen Sieg, denn ohne dieses Gerichtsverfahren wäre es wahrscheinlich so, dass diese Lizenz nach wie vor bei dieser Kohleunternehmen wäre. Das Kohleunternehmen hat natürlich Rechtsmittel gegen diese Rücknahme der Lizenz eingelegt, aber erfolglos. Und wir hoffen sehr, dass keine weiteren Lizenzen erteilt werden, die dann zur Kohlegewinnung auf diesem Gebiet führen werden. Das ist tatsächlich eine sehr langwierige Geschichte, aber ich wollte sie so langwierig machen, um Ihnen aufzuzeigen, wie wir vorgegangen sind, wie enttäuscht wir waren, als die gerichtliche Entscheidung zurückgenommen wurde. Aber man muss sagen, das Verfahren wurde eingestellt am 1. April dieses Jahres. Das war kein Witz. Und wir waren sehr glücklich zusammen mit den Bewohnern dieses Dorfes, als wir endlich verstanden haben, eingesehen haben, begriffen haben, dass sie ihre Grundstücke behalten dürfen. Bevor wir gleich zur Rolle Deutschlands, die uns ja auch interessiert, kommen, noch mal einmal zurück zu diesem Prozess, der ja tatsächlich den Charakter eines Musterprozesses haben kann. Anton, ist das in der Bevölkerung wahrgenommen worden? Haben die Medien darüber gesprochen? Wird das von lokalen Initiativen aufgegriffen? Wir haben uns bemüht, dass die Medien jeden Schritt der Juristen und der Bewohner beleuchten. Und wir haben sehr hart und sehr viel daran gearbeitet, dass Menschen, wie soll ich es zum Ausdruck bringen, dass Menschen in ihrem Geiste, in ihrer Bereitschaft, diesen Kampf zu führen, unterstützt werden. Denn diese Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit im Kusbass, das ist gerade das größte Hindernis, mit dem jeder Jurist, jeder Rechtsanwalt, jeder Aktivist konfrontiert werden, wenn sie bestrebt sind, etwas zu verändern. In der Tat waren wir mit einem sehr großen Risiko konfrontiert. Wir mussten Menschen überzeugen, dass sie so handeln müssen, wie wir es vorgeschlagen haben. Und wir hatten von Anfang an keine Chancen, dass wir siegen werden. Aber dank der wunderbaren Tätigkeit von Anna und ihres Kollegen Maxim und dank der Tätigkeit, die selbst die Einwohner gemacht haben, die alles getan haben, um diesen Sieg zu erringen, und dank der Arbeit der Journalisten, die jedes Gerichtsverfahren beleuchtet haben, ich denke, das alles zusammen hat diesen Sieg möglich gemacht. Und was Ihre Frage angeht, wie das alles wahrgenommen wurde, ob Menschen dann weitere Prozesse initiiert haben,
so möchte ich Folgendes sagen. Ja, aber wir haben keine bemerkbaren Erfolge zu verzeichnen, denn in Russland gibt es keine Juristen, die auf dem Umweltschutz spezialisiert sind. Es gibt höchstens zwei Personen. Ich möchte etwas ergänzen, was die Partizipation der Bewohner an diesem Prozess angeht. Wir haben ganz aktiv daran gearbeitet, damit Einwohner aktiv sich einbringen. Wir haben sie sehr aktiv gelenkt und geführt, mit dem Ziel, dass sie durch ihr eigenes Vorbild zeigen, dass dieser Kampf möglich ist. Wir haben auch gesagt, dass wir bereit wären, auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Und von Anfang an, als wir unsere Strategie entwickelt haben, gingen wir davon aus, dass wir dieses Gericht auch anrufen werden. Und Bewohner, sie haben sich sehr positiv gezeigt. Sie waren sehr aktiv. Sie waren sehr offen für dieses Zusammenspiel, das wir ab und zu einige sogar im Schach halten mussten, um sie dann in die richtige Richtung zu führen. Das machte möglich, den Bewohnern aus anderen Kreisen und Regionen aufzuzeigen, dass dieser Kampf dann doch möglich ist. Und das war eine sehr gute Demonstration, um aufzuzeigen, dass dieser Kampf steht und fällt mit der Bereitschaft der Menschen zu kämpfen. Und zwar vor Ort. Dass in dieser Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit es dann eben doch Hoffnung gibt. Tobias Münchmeier, wir haben das in einer der Grafiken ja gesehen, dass Deutschland eigentlich der größte Importeur ist für die Kohle aus Russland. Oder welche Rolle spielt Deutschland? Geht schon? Ah ja, Sie hören mich wunderbar. Ja, guten Abend erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Deutschland spielt da eine ganz erhebliche Rolle, ist der größte Importeur auf jeden Fall im Westen. Also nur so ganz grob, ohne Sie langweilen zu wollen mit zu vielen Zahlen. Das, was ich gesehen habe, das sind etwa 400 Millionen Tonnen Kohle, wird von Russland gefördert pro Jahr, davon die Hälfte für den eigenen Bedarf. Ein Viertel geht eher Richtung asiatische Länder und ein Viertel nach Europa, Westeuropa. Und aus diesen westeuropäischen wiederum ist Deutschland der größte mit etwa 20 Millionen. Und zwar Tendenz steigend. So viel wie in diesem Jahr und so viel wie im letzten Jahr sind zuvor niemals importiert worden aus Russland. Und das eben trotz schwieriger politischer Beziehungen. Und was ich auch ganz interessant finde, was, glaube ich, wenige vermuten würden, Deutschland ist damit, hat sich auch in eine gewisse sozusagen Abhängigkeit bewegt, weil alle gucken immer nur auf das Erdgas. Ja, da wird sehr viel natürlich importiert aus Russland. Aber der Anteil russischen Erdgases am Erdgas, was wir hier verbrauchen, ist 32%. Erdöl ist sogar mehr, 36%. Und Kohle sind also, Steinkohle wohlgemerkt, 39%. Das ist also der größte Anteil mit riesen Abstand. Danach kommt Kolumbien und die USA als andere Importländer. Das heißt, wir haben direkt zu tun mit der Situation im Kuspas als Importeurland. Zumindest noch für einige Jahre, ebenso lange wie in Deutschland Kohle noch verstromt wird. Man kennt es ja aus anderen Bereichen, dass es auch so eine Art von Verbraucherlobby geben kann. Und beispielsweise im Textilbereich gibt es ja durchaus eine öffentliche Lobby, die dafür sorgt, dass Importeure aus Deutschland zum Teil Arbeitsbedingungen, Umweltbedingungen etc. In den Produktionsländern zumindest zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch bestimmte Standards setzen für Produkte, die sie importieren. Sehen Sie irgendeine Chance, dass solange Deutschland Importeur ist von Kohle, dass hier ein Druck aus der Öffentlichkeit entstehen könnte, damit Deutschland als Importeur vor Ort auch stärker auf die Standards setzt?
Das ist schwierig. Das hängt ja eben immer, wir haben ja ganz viele Verbraucherkampagnen bei Greenpeace geführt. Da kommt es immer auf das Stichwort an Point of Sale. Das kommt also immer darauf an, wo tatsächlich der Konsument, der Kunde in Kontakt tritt mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Und das ist in ganz bestimmten Bereichen wie Lebensmittel oder wie Kleidung auch eben unmittelbar. Deswegen sind diese Konzerne, gerade was Kleidung angeht, hochsensibel, wenn NGOs, wenn Greenpeace, wenn andere Kampagnen fahren. Dann sind sie manchmal, hängen sie sofort am Telefon, an der Leitung bei uns, bevor wir die Kampagne überhaupt erst richtig zur Entfaltung haben bringen können. Und bei der Kohle ist es genau sozusagen das Gegenteil. Da ist es ja so, wo landet denn die Kohle? Die landet im Strom bei bestimmten großen Stromanbietern. Einer davon ist zum Beispiel Vattenfall, sitzt hier 300 Meter von hier entfernt. Die betreiben ein großes Kohlekraftwerk in Moorburg, in Hamburg, Steinkohlekraftwerk. Die Braunkohlekraftwerke, die haben sie ja alle verkauft, aber Steinkohle haben sie noch. Greenpeace hat eine Aktion gemacht, war ich selbst dabei im Juli 2017, zwei Tage vor dem G20-Gipfel, als ein riesiger Kohletransportschiff, ein riesiges Kohletransportschiff nach Hamburg kam und die Kohle umschlagen wollte im Hamburger Hafen, im Hansaport, nur um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel das eigentlich ist. So ein großes Transportschiff, das kommt also dann von Norden aus Archangelsk, die norwegische Küste runter, bis dann eben Helgoland und nach Hamburg. Das ist 220 Meter lang, ja, das ist von hier bis zur Friedrichstraße, so lang ist das Schiff. Und das sind nur in Anführungsstrichen 75.000 Tonnen. Das heißt, von dieser Art Schiffe laufen in Deutschland fünfmal die Woche Schiffe ein, ja, um diese 20 Millionen zusammenzukriegen. Das sind also gigantische Mengen, die hier für diese Kraftwerke in Deutschland genutzt werden. Das ist kein Geheimnis und dennoch verkauft Vattenfall seinen Strom. Ja? Leute, die da sensibel sind, die das schrecklich finden, die haben Vattenfall längst verlassen. Und die da noch sind, denen scheint das eben offenbar sehr, sehr egal zu sein. Deswegen eine Konsumentenkampagne da zu machen, kann man versuchen, aber ist sehr, sehr zäh und sehr, sehr schwierig, weil der Stromvertrag ist wahrscheinlich das abstrakteste Verhältnis Kunde-Verkäufer, was man sich so vorstellen kann. Das schließt man einmal im Leben ab. Viele schließen es jedenfalls nur einmal im Leben ab oder alle 10 Jahre mal. Das ist was ganz anderes, als wenn man ein Produkt an der Ladentheke kauft. Wobei, wenn man sich die Kinowerbung von Vattenfall anschaut, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen die zur Kenntnis genommen haben, dann scheint es Vattenfall ja doch recht wichtig zu sein, was die Konsumenten über ihren Strom oder über ihre Arbeit denken. Insofern wäre es ja vielleicht doch mal die Frage, ob Greenpeace als eine Lobbyorganisation ja auch dezidiert sich so eines Themas nicht annehmen könnte. Also eine Kampagnenorganisation sind wir. Wir würden jetzt niemals sagen, Lobbyorganisation. Ich habe schon gesagt, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass der bessere Weg ist, sozusagen die Nachfrage zu kappen. Und das machen wir ja mit Kohlekampagnen. Und wir drängen auf einen Kohleausstieg 2030 und haben da ja auch große Hoffnung an die Partei, die hier an die Heinrich-Böll-Stiftung ja angeschlossen ist, die das ja auch gerade letzte Woche beschlossen hat. Also wenn die mal in die Regierung kommen, dann hoffen wir, dass das natürlich am nächsten Tag flutscht mit dem Kohleausstieg. Gut, dann schauen wir mal. Trotzdem, Anton und Anna, würde ich die Frage an Sie auch gerne nochmal stellen, da es ja hier vor allen Dingen auch um den Kohleexport geht. Hätten Sie irgendwelche Erwartungen an Importländer? Sagen wir an Importländern, in denen es eine demokratisch verfasste Gesellschaft gibt, die auch eine Stimme hat, von der wir annehmen würden, dass sie eine Stimme hat. Haben Sie irgendeine Erwartung, dass aus diesen Ländern etwas kommen würde? Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ja, in der Tat, das ist eine der letzten Hoffnungen von uns. Wie kann man das Verhalten der Kohleunternehmen im Kuhspass beeinflussen?
denn weder unsere Behörden noch unsere Regierung machen irgendetwas, um diese Verbrechen gegen die Gesundheit der Menschen abzuwenden. Und wir hoffen, dass man etwas auf der Nachfrageseite ausrichten kann, dass die Verbraucher in den demokratisch verfassten Ländern ihre Energielieferanten dazu zwingen können, etwas an der Situation zu ändern. Und auf diese Art und Weise kann der Export nach Deutschland anders gestaltet werden. Wie können europäische Länder Einfluss ausüben, wenn sie Kohle aus Russland beziehen? Wenn es möglich ist, kaufen sie keine Kohle in Russland ein. Wenn es möglich wäre, wäre es wunderbar. Aber ich denke, selbst bis 2030 es nicht möglich sein wird. Der Export der Kohle wird wahrscheinlich gleich null sein. Und ich bin hier Pessimistin als Optimistin. Wenn europäische Länder vielleicht Hilfe leisten können, was die Modernisierung dieser Anlagen angeht, was die schrittweise Konservierung der Kohlebetriebe angeht und auch die Kraftwerker, die mit Kohle arbeiten, wenn hier Hilfe geleistet werden könnte, und zwar durch die Zurverfügungstellung von vorhandenen Technologien, wenn es dazu führen würde, dass diese Kohlegewinnung, was die Gesundheit angeht, nicht mehr so schädlich ist, so denke ich, würde das die Situation beeinflussen. Aber ich glaube, es ist unmöglich, die Europäische Union von der Kohle auf Gas umzustellen. Das ist nicht möglich. Die Frage besteht in dem politischen Willen der russischen Regierung. In Deutschland gibt es diesen politischen Willen in Bezug darauf, dass Heizwerker, Kraftwerker viel sicherer sind für Bürger, dass die entsprechenden Gesetze eingehalten werden. In Russland gibt es diesen politischen Willen nicht. Auf der politischen Tagesordnung der russischen Regierung haben ökologische Fragen bei weitem nicht die höchste Bedeutung. Wie man die Situation ändern kann, weiß ich nicht. Vielleicht wissen das bestimmte Polittechnologen. Alle Probleme, die geschildert wurden, sind uns in Deutschland gar nicht unbekannt, was die eigene Kohleindustrie angeht. Und das sah die, auch die Bilder, die man gesehen hat, die gab es in Deutschland auch. Das ist ein paar Jahrzehnte her. Und viele Gesundheitsprobleme gibt es heute. Umweltverbände in Deutschland sind gegen die Kohle nicht nur wegen des Klimaschutzes, sondern wegen Emissionen, also das heißt Quecksilber, Feinstaub, was ist noch, NOx, Stickoxide. Das heißt, diese gesundheitsschädigenden Emissionen ist ein Grund. Ein anderer Grund sind die Umsiedlungen, das heißt die Zerstörung von Dörfern. Ja? Menschen verlieren ihre Heimat, zweiter Grund. Dritter Grund ist Zerstörung von Ökosystemen, Hambacher Wald zum Beispiel und viele andere Wälder und Waldstücke, die da zum Opfer fallen. Und dann kommt das Klima sozusagen noch oben drauf und die Blockade der Energiewende. Also es sind fünf riesige Gründe, warum wir dagegen eintreten. Und da sind diese Gründe, die in Russland eben jetzt hier die Hauptrolle spielen, die Gesundheitsgründe, gehören dazu, auch bis heute. Ja, wir haben auch heute statistisch errechenbar Tausende von Todesfällen durch diese Emissionen in Deutschland, einfach durch den erheblich hohen Eintrag, den es auf der Feinstaub- und Quecksilberseite gibt. Deswegen sind wir der Auffassung, dass die einzige Möglichkeit tatsächlich ist, eine Reduktion und eben diesen Ausstieg. Ich bin da auch wesentlich optimistischer als Sie, dass das eben tatsächlich in den frühen 30ern oder Ende der 20er eben wirklich vorbei sein wird. Bei der Steinkohle sicher auch noch mehr als bei der Braunkohle, weil bei der Steinkohle in Deutschland eben gar keine Arbeitsplätze mehr dranhängen.
gibt ja kein einziges Steinkohlebergwerk mehr in Deutschland. Aber die Frage bleibt natürlich, inwieweit da jetzt man von deutscher Seite her einwirken kann auf die Situation in Russland. Das ist kompliziert natürlich deshalb, weil ja nicht Deutschland die Kohle importiert, sondern das sind einzelne Unternehmen, die kaufen die auf dem Weltmarkt, eben wie Vattenfall und andere. Und dann ist natürlich auch die Frage, spricht man dann von einer Art Zertifizierung von Kohle? Das ist auch ein sehr komischer Vorgang. Ja? Gute Kohle, schlechte Kohle. Ist jetzt die kolumbianische Kohle, die dann mehr zum Zug käme, wenn die russische nicht käme, besser? Wahrscheinlich nicht, weil die Arbeitsbedingungen da wahrscheinlich um keinen Deut besser sind. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Von daher setzen wir eben darauf, so schnell wie möglich die Nachfrage zu reduzieren. Aber ich bin auch mir dessen bewusst, es gibt ja auch deutsch-russische Umweltabkommen und Partnerschaften. Das BMU hat jede Menge bilaterale Projekte. Ich weiß nicht, ob das schon sozusagen ein Thema ist, aber das wäre natürlich gut, wenn es da eine Zusammenarbeit gibt, weil durch Filtersysteme lässt sich nicht das Problem lösen, aber es lassen sich natürlich extreme Auswirkungen reduzieren. Das ist schon ganz richtig. Vielen Dank. Bevor ich jetzt gleich öffne für Fragen von Ihnen, möchte ich nochmal zurückkommen. Denn im zweiten Panel gleich werden wir genauer darüber sprechen, was bedeuten Umweltproteste und wie weit kann man eine Entwicklung hin von Umweltprotesten zu einer Umweltbewegung sehen. Wie sehen Sie das konkret für den Kusbass, für eine Region, in der sich die Situation ja offensichtlich im Augenblick noch mal rapide verschlechtert und es ein wachsendes Bewusstsein gibt? Wie schätzen Sie die Meinung der Bevölkerung und wie schätzen Sie die Proteste im Augenblick ein? Haben wir es hier nach wie vor mit lokalen Protesten zu tun? Oder entwickelt sich ein Bewusstsein, was irgendwann tatsächlich zu dem großen Ruf nach Ausstieg aus der Kohle generell führen kann? Ich fange mal mit dem Letzten an. Also ich glaube nicht, dass eine Situation möglich wäre, wo die Bewohner der Kusbass-Region auftreten würden oder dafür streiten würden, dass der Kohleabbau eingestellt wird, weil das würde dann bedeuten, dass sie arbeitslos werden. Und das ist auch eine Tatsache, die unsere Regierung gekonnt ausnutzt gegenüber den Menschen, die derzeit in Protestaktionen aktiv sind. Weil sie sagen, die Menschen, die Protestaktionen machen, wollen, dass ihr eure Arbeit, euer Haus, euer Broterwerb verliert und eure Kinder dann obdachlos und hungrig sind. Also der Protest wird jetzt vielleicht qualitativ anders, aber er wird nicht unbedingt größer. Es kommen andere Verbünde dazu, die Regionen fangen an, miteinander zu kooperieren. Kusbass zum Beispiel mit Städten, die maritime Häfen haben. Die fangen an, zusammenzuarbeiten. Aber ich denke, das Problem besteht darin, dass die Aktivisten eben doch auch Menschen sind, die es nicht gelernt haben, Aktivisten zu sein. Die wissen nicht, wie sie das richtig anpacken. Sie machen sehr viele Fehler. Aber sie sind sehr ehrlich, sehr offen. Und deswegen bin ich doch der Meinung, dass diese Proteste zu Änderungen führen werden. In den 2 Jahren, als wir die Bewohner des Dorfs Minchirep vertreten haben, wurde dieser Protest der Bewohner von Komitee oder von kleinen Versammlungen im Lagerhaus eines Ladens über Protestdemonstrationen bis hin zu Manifesten immer größer und immer ausdrucksvoller. Und die Menschen dieses Dorfes, die waren auch bereit oder sie sind jetzt bereit, ihre Erfahrung mit anderen zu
teilen. Ja? Das ist eine neue Qualität. Sie sind bereit, um sich herum andere Menschen zu sammeln, weil das wichtigste Problem letztendlich die Bewohner darin bestand, dass die Bewohner von verschiedenen Dörfern, Minchireb, Novokuznetsk und anderen, Kemerovo letztendlich auch, dass die für sich ein Problem haben, erkannt haben, eben ihr eigenes Problem, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Sie kommunizieren nicht mit den anderen, weil die Situation, dass irgendwo Kohletagebau aufgebaut werden, die ist ja nicht einzigartig. Ja? Die verschiedenen Bevölkerungen sind losgelöst voneinander. Und wir haben zum Beispiel eben auch die Möglichkeit geschaffen, Interessensgefährten kennenzulernen. Und dieses Kennenlernen, diese Netzwerke, haben auch zum gewissen weiteren Anwachsen geführt. Dass die Kiselower Bewohner sich zum Beispiel an Kanada gewandt haben, das ist ja auch etwas, was daraus erwachsen ist. Und mit Kiselow bin ich auch nicht vom Hörensagen nur vertraut, weil das sind die Ersten, mit denen ich angefangen habe, Umweltthemen vor Gericht zu verteidigen. Und leider hatte ich damals noch absolut verloren. Ich war nicht mal in der Lage, Belege für die Umweltsituation vor Ort zu sammeln. Oder wie, ich sammle zuerst und dann können Sie danach nochmal. Gibt es Fragen, Kommentare? Ja, bitte. Wir sammeln. Mein Name ist Nikita Jochow von der Deutschen Welle. Ich habe zwei Fragen. Anton, eine Frage an Sie. Hat man im Kuzbass die Entscheidung Deutschlands überhaupt wahrgenommen, dass man Kohle nicht mehr verstromen will? Und dass damit auch der Export nach Deutschland irgendwann beendet sein wird? Und eine Frage noch an Anna, an Tobias. Weißt du, was in den Abkommen über den Kohleimport drinsteht? Oder ich weiß, dass Gasverträge und Ölverträge über Jahrzehnte abgeschlossen werden. Wie ist es mit der Kohle? Können denn deutsche Firmen überhaupt von heute auf morgen den Import einstellen? Mit Zappa? Mir interessiert вопрос политический. Кузбасс интересует. Wem gehören diese verschiedenen Kohleabbaustätten? Wo sind die konkurrierenden Interessenlinien? Sind die regionale Verwaltung des Кузбасс und die Besitzer der Unternehmen auf einer Seite? Sind die miteinander verflochten oder gibt es hier Interessenkonflikte? Denn normalerweise muss eine Verwaltung eines Gebiets, Kuzbass, breitere Interessen im Blick haben als ein Unternehmen. Und die zweite Frage, die ich hätte, wer sind die Träger des Protests? Sind das junge Leute wie Sie oder sind das unter anderem auch Leute, die mit Krebs oder Tuberkulose aus der ehemaligen Kohleindustrie stammen und auf Unterstützung beispielsweise von Medizinern, Onkologen oder anderen Ärzten rechnen können, weil damit natürlich die Mobilisierungsfähigkeit des Protestes höher sein könnte, als wenn es nur externe Leute sind, die nicht unmittelbar existenziell mit der Kohleindustrie verbunden sind. Danke, wir sammeln noch weiter. Walter Kaufmann. Ja, es ist wirklich schade, dass der Herr von dem Verein der Atomimporteure nicht da ist, weil ich in dem Jahresbericht des Vereins gelesen habe, dass Kohleimporteure, kriegt alles durcheinander. Atom ist ja eine saubere Energie, im Unterschied zu Kohle haben wir gelernt. Der Kohleimporteure, weil im Jahresbericht steht zu lesen, dass der Mitgliedsunternehmen dieses Verbandes die sozialen und ökologischen Standards sehr genau beachten. Ich hätte einfach gerne gewusst, wie die das machen.
angesichts dessen, was gesagt worden ist. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass die russische Kohleindustrie massiv expandiert. Es wird massiv ausgebaut, die Förderkapazitäten und die Transportkapazitäten. Es werden neue Häfen gebaut. Russland richtet sich darauf ein, in den nächsten Jahrzehnten den Kohleausbau also massiv noch zu verstärken. Ist jetzt Kislevodsk und die Orte, die wir gesehen haben, sind sie sozusagen das Überbleibsel, das technologische Überbleibsel der Vorzeit? Und wir sehen in einigen Jahren einen modernen, sauberen Kohleindustrie. In Russland wird Kohlebergbau und Kohletransport modernisiert in Russland, sodass man sagen kann, das, was man da gesehen haben, diese ganz schrecklichen Bilder, das ist Vergangenheit und die Zukunft sieht anders aus. Oder verläuft diese Expansion auf demselben Pfad wie die bisherige? Danke und Olesja Semenina. Guten Abend und vielen Dank für diese ausführliche Erzählung. Ich würde gerne an Anja Fomina eine Frage stellen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Expertise zur Umweltgesetzgebung, die Sie ja jetzt schon gewonnen haben, den Leuten nahezubringen? Gibt es da eine Plattform oder eine Initiative, damit die Menschen überhaupt verstehen können, was sie tun müssen? Dann wollte ich gern Anton eine Frage stellen. Manfred Sapper hat ja schon die Frage gestellt, welche Personen diesen Protest tragen, wer sie sind und wie intensiv die Zusammenarbeit zwischen den Regionen vielleicht schon ist. Und eine Frage noch an Tobias Münchmeier. Gibt es eine Initiative wie Greenpeace zum Beispiel, dass solche Firmen wie Vattenfall einfach mal bloßgelegt werden? Ich habe zum Beispiel eine Reklametafel gesehen, wo Vattenfall sagt, sie wären absolut umwelttechnisch sauber. Sie hätten saubere Energie. Und für mich war das erstaunlich, ja, dass die sich mit diesem grünen Label dort präsentieren. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt möglich ist. Fragen, die aber ja auch an unterschiedliche Personen hier auf dem Podium gerichtet wurden. Und Anton, fangen wir doch mit Ihnen an. Und das gibt Ihnen auch die Möglichkeit, noch mal kurz zu ergänzen, was Sie eben sagen wollen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich mir alles mitnotiert habe. Ich würde mit der Frage beginnen von der Deutschen Welle, ob Sie erinnern sich ja, ich habe hier die Infografik gezeigt, woraus ersichtlich war, dass obwohl es Pläne gibt, sich von der Kohle loszusagen, die Tatsachen belegen, dass die Kohleimport steigt. Und deswegen, worauf sollen wir da in Kuzbass setzen? Was sollen wir da sagen? Wenn wir bei uns erzählen, dass Deutschland sich von der Kohle lossagt, dann ist es eben sehr einfach, diese Grafik zu zeigen und zu sagen, ja, wie, wo der Import steigt. Und insgesamt, wir haben jetzt das erste Jahr, wo die Diskussionen auch in den Kuloiren der lokalen Regierung angefangen haben. Die Kohlepreise gehen runter, man spricht davon, dass der Export vielleicht auch zurückgehen kann. Und es gab jetzt von Einschätzung ungefähr 2.000 bis 3.000 Mitarbeiter in den Kohlengruben, die in Urlaub geschickt wurden, weil zu wenig Kohle verkauft worden und die Gehälter nicht bezahlt werden konnten. Aber insgesamt bin ich sicher, dass unsere Regierung in Kuzbass nicht daran glaubt, dass man sich von der Kohle freisprechen kann, dass man sagen kann, nein. Unsere Regierung steht auf dem Standpunkt, dass Kohle immer gekauft wird, und zwar so viel, wie wir es in Kuzbass gerne hätten.
Frieda, nach wem gehört denn eigentlich die Kohle? Was sind die Betriebe? Wir haben auch eben schon gehört, es gibt diese privaten Betriebe. Und gibt es hier auch Interessenskonflikte zwischen lokaler Politik, regionaler Politik und den Besitzern? Also wir haben keine großen unabhängigen Medien, die Zugang zu den Prozessen hätten, die zwischen der Verwaltung unserer Region und den Kohlefirmen stattfinden. Deswegen verfügen auch wir nicht über diese Informationen. Aber wir wissen, dass alle Firmen im Kuzbass privat sind. Es ist nicht ein einziges staatliches Unternehmen darunter. Und so wie wir es sehen können, machen die lokalen Behörden alles dafür, damit die Kohlefirmen möglichst wenig Geld ausgeben und möglichst viele Verstöße eingehen, um eben in kürzester Zeit möglichst viel Kohle zu verkaufen. Das ist sicherlich auch eine nach den Trägern des Protests. Um wen handelt es sich? Und gibt es darunter auch Personen, die vielleicht durch ihre Professionalität nochmal in ganz anderer Weise mobilisieren, überzeugen können, auch ein besseres Standing vielleicht gegenüber der Politik haben? Also überwiegend sind das Menschen, die nicht von den Kohlefirmen abhängig sind, die ihre Gelder auf andere Art und Weise verdienen. Ein wesentlicher Teil der Menschen sind auch Rentner, Menschen, die sie nicht mehr entlassen können. Und ein kleiner Prozentsatz der Menschen, das sind solche, die so oder so entweder die Region, wo sie leben, sehr lieben und deswegen ungeachtet der Risiken von Repressalien seitens der Behörden eben auch diese Protestaktion mitmachen. Jugendliche sind in diesen Protestbewegungen nicht vertreten. In diesem Jahr haben wir das erste Mal gesehen, dass die Jugendlichen auch gewisses Interesse gegenüber den Erscheinungen in Kuzbass vorbringen oder was mit der Umwelt passiert. Aber ich denke, dass wir derzeit zu wenig Jugendliche haben, ist auch dadurch begründet, dass die Jugend in erster Linie ausreisen möchte aus dieser Region. Sie möchten woanders hin. Und was Professionelle oder Kranke betrifft, also ich kenne keinen Aktivisten, der aufgrund der Kohle ernsthaft krank wäre und deswegen an den Protestbewegungen mitmacht. Und ich kenne leider auch keinen Arzt oder einen anderen Fachmann, Experten, der da das Prestige oder die Kompetenz der Protestbewegung ein bisschen erhöhen könnte. Ich möchte vielleicht ergänzen. Die Protestierenden sind in erster Linie Menschen, die schon durch den Tagebau leiden, wo der Tagebau schon eröffnet wurde. Aber das ist auch so, wie es bei unserem Prozess war. Aber bei uns ist es ja so gewesen, dass auf der Seite der Bewohner auch der Bürgermeister mit aufgetreten ist. Er war selber Bewohner, er war selber Eigentümer eines Grundstücks, er ist dort selber groß geworden und deswegen ist er auf der Seite der Bewohner aufgetreten. Und ein anderer interessanter Fall war, dass auch ein Bauer unter den Protestierenden war, der landwirtschaftliche Produkte angebaut hat und der einfach müde war von den ständigen Kontrollen, weil eine Folge ist ja auch, dass der Staat durch zum Beispiel Überprüfung auch seitens der Staatsanwaltschaft Druck aufbauen kann. Und deswegen sind meistens Rentner diejenigen, die Protest üben und die nichts mehr zu verlieren haben, mit Ausnahme ihres Hauses vielleicht. Und vielleicht möchte ich noch was zu den Interessen sagen, wessen Interesse die Behörden in Kuzbass vertreten. Ein einfaches Beispiel. In Russland gibt es eine Staatsanwaltschaft, die für Bodenschutz, Naturschutz zuständig ist und
verschiedene Vorschriften herausgibt an Behörden, damit Normen eingehalten werden, die Strafgelder erhebt, wenn Umweltverstöße sind, bis hin zum Schließen von Betrieben. Und im Fall von Kyssylovsk haben wir so viele Anfragen an diese Staatsanwaltschaft geschickt, dass man ein dickes Buch veröffentlichen könnte. Aber kein einziger Antrag oder keine einzige Mitteilung an diese Staatsanwaltschaft wurde so befolgt, dass irgendwelche Verstöße offengelegt wurden. Und Sie haben ja gesehen, was dort vorgeht. Das heißt, es ist offensichtlich, welche Interessen durch die Behörden vertreten werden. Was jetzt Ihre Frage betrifft, inwieweit Erfahrungen weitergetragen werden können oder wie man die Menschen schulen kann, durch die Böll-Stiftung und durch solche Aktivisten wie Anton Limentuev haben wir auch Treffen mit Bewohnern gemacht, mit Aktivisten, wo wir über unsere Erfahrungen berichten, wo wir sagen, was möglich ist, was man machen kann. Aber jede Situation ist einzigartig, auch im juristischen Sinne. Jede hat ihre Spezifik. Man muss also jedes Mal schauen, was konkret gemacht werden kann. Man kann also keine Art Plan oder Rezept rausgeben und sagen, so, wenn ihr das macht, dann gewinnt ihr. Das ist leider nicht möglich, weil in jeder Etappe gibt es auch immer einige Möglichkeiten. Sie müssen also immer konkret eine Entscheidung treffen. Als wir den Prozess geführt haben, haben wir das bei uns auf der Webseite Team 29 mit veröffentlicht. Und wir haben alle Gerichtsbeschlüsse und alle Dokumente, die wir eingereicht haben, dort veröffentlicht. Und die Menschen können das nutzen. Aber man muss echt wissen, ohne die professionelle Hilfe eines Juristen geht es nicht. Und wir hatten in Mincerib noch das Problem, wir wollten gern einen Juristen vor Ort finden, der über unsere Unterstützung aus Petersburg letztlich in der Lage wäre, vor Gericht aufzutreten, dort alles einzureichen. Aber es hat sich herausgestellt, dass ein Jurist, der mutig gewesen wäre und die Voraussetzung gehabt hätte, dass wir so einen Mann einfach nicht finden konnten. Und deswegen sind wir nach Kuzbass gefahren. 17 Mal sind wir hingeflogen, bloß für einen Tag, also morgens hin, abends zurück. Ich bin bereit, das zu teilen, das zu geben, was wir bereits gemacht haben. Aber ohne vollständige Unterstützung seitens eines Juristen, der ganz genau in die Problematik tief eintauchen wird, das wird einfach nicht möglich sein. Danke, Anja. Es gab ja auch eine weitere Frage, ob die Kohleindustrie im Kuzbass irgendwann modernisiert wird. Wir haben zwei Realitäten. Die eine Realität existiert auf der Seiten der Regierung. Auf Papier findet die Modernisierung statt. Milliarden werden investiert, um etwas zu verbessern. Aber in der Tat ist es so, dass wir von Jahr zu Jahr nur Verschlechterungen der ökologischen Situation sehen. Ich persönlich sehe keine Modernisierung. Das Einzige, was ich sehe, das ist die preisgünstigste Art und Weise der Kohlegewinnung mit dem Ziel, mehr zu verkaufen und mehr zu gewinnen. Der Modernisierung des Kohleabbaus. Sie hatten eben schon von Filtern etc. gesprochen. Können Sie dazu was sagen? Ich weiß ja nicht, ob Sie auch was sagen können zu den sozialen und ökologischen Standards, die in dem Bericht der Kohle, des Verbands der Kohleimporteure genannt wurden. Also man kann damit, natürlich kann man mit Filteranlagen und mit Modernisierung erheblich auch Schadstoffemissionen reduzieren. Was man praktisch gar nicht reduzieren kann, ist die Klimawirkung, also der CO2-Ausstoß. Und deswegen haben wir uns mit diesen Verbesserungen, Modernisierung immer nur am Rande eigentlich beschäftigt, weil uns gerade natürlich auch die Klimafrage total stark umtreibt.
Welche Standards da die Importeure anwenden, das ist mir schleierhaft, aber ich würde mir, wenn man jetzt einfach mal sieht, aus welchen Ländern sie importieren, ich wüsste auch nicht, ob es ein einziges Land gibt, aus dem sie sozusagen keine Kohle einkaufen würden. Also ob es eine Art schwarze Liste gibt, ist mir nicht bekannt, glaube ich auch nicht, dass es das gibt. Also das scheint mir ziemlich an Haaren herbeigezogen zu sein eigentlich. Es gab noch zwei Fragen, die ich beantworten wollte. Die eine war die Frage zu Vattenfall, ob man eben da mehr Druck ausüben kann von Deutschland aus. Das ist als Umweltorganisation immer für alle Umweltorganisationen schwierig, wenn man es zu tun hat mit vielen, mit zig sozusagen Unternehmen, die schlimme Dinge tun oder wirklich Umweltverbrechen verüben, auf wen konzentriert man sich und wen lässt man dann auch links liegen. Vattenfall war für uns 10 Jahre lang einer der Hauptgegner eigentlich in der Zeit, in dem sie eben die großen Braunkohlekraftwerke hier um die Ecke hatten in der Lausitz. Wirklich die allerschlimmsten Klimazerstörer in ganz Europa eigentlich, neben den polnischen vielleicht noch. Und ob das jetzt sozusagen Vorteil war oder nicht, irgendwann hatten sie uns dann so leid, dass sie dann die Kohlekraftwerke verkauft haben an einen tschechischen Milliardär, vollkommen unbekannt, den man auch unheimlich schwierig dann nur attackieren konnte, gerade weil er eben noch viel unbekannter ist als die große Firma Vattenfall. Das heißt, die haben sich auf ganz einfache Art dieses Problems entledigt. Sie haben jetzt nur noch ganz, ganz wenig Kohlekraftwerke. Ich glaube, das in Moorburg, in Hamburg ist mehr oder weniger das Einzige. Vielleicht gibt es noch ein zweites. Aber es ist jedenfalls nicht mehr ganz viel, was die betreiben. Und von daher sind für uns eben RWE und andere Betreiber sozusagen die deutlich schlimmeren. Und steht dieses Russland-Thema leider nicht so im Vordergrund. Wir haben das in der Kohlekommission auch benannt. Das ist auch von mehreren, auch vom BUND und vom DNR in der Kohlekommission auch als zusätzlichen Grund, warum wir schneller aus der Kohle aussteigen müssen, benannt worden. Es hat eine gewisse Rolle also gespielt, aber keine Hauptrolle. Noch zwei Gedanken. Zum einen die Frage zum Funktionieren des Kohlemarktes. Nach meinem Wissensstand ist das eben tatsächlich ganz anders als bei Öl und Gas, wo man eben Langfristverträge hat. Da gibt es ja auch nur ganz wenige Firmen, die überhaupt im Spiel sind. Das heißt, da hat man es dann eben immer mit Rosneft und Gazprom zu tun. Und da gibt es über viele, viele Jahre lang Verträge. Und bei der Kohle ist es meines Wissens nach genau umgekehrt. Die werden zum großen Teil große Mengen dann auf dem Spotmarkt verkauft. Das geht dann sehr, sehr schnell. Das eine Kraftwerk fährt Volllast über viele Tage und viele Wochen, braucht dann kurzfristig mehr Kohle. Das wird dann über Rotterdam oder wie auch immer eingekauft. Und ob das dann aus Kolumbien oder Russland kommt, ist den Betreibern vollkommen egal. Das wissen die natürlich dann schon. Aber das spielt keine große Rolle und letztendlich kommt der zum Zug, der mit den niedrigsten Preisen anbieten kann. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, warum steigt denn jetzt der Import aus Russland? Das hat keine politischen Gründe oder so, sondern einfach, weil die russische Kohle billiger geworden ist in den letzten Jahren, billiger als die aus Kolumbien und USA und ein paar anderen Importländern. Und das finde ich aber in der Tat eine spannende Frage. Wie kann das eigentlich sein? Und das fände ich auch einen wirklich spannenden Ansatz, da mal reinzugucken. Nach dem, was ich gelesen habe in Fachjournalen, wird ja auch die russische Kohle durch den russischen Staat extrem stark subventioniert, nämlich durch den mehr oder weniger symbolisch billigen Transport, Eisenbahntransport. Wir haben auf der schönen Karte ja gesehen, 4000 Kilometer in die eine Richtung, 5000 in die andere Richtung. Die Kohle wird sehr, sehr billig gefördert, aber der Transport, der kann ja nicht ganz kostenlos sein. Aber RJD, russische Betreiber, scheint da offenbar mit staatlichem Geld das sozusagen so weit runter zu subventionieren, dass man da eben auf dem Weltmarkt eben sehr günstig anbieten kann.
Ich fand sehr interessant, gibt es nur immer hier wieder beim Petersburger Dialog. Im Sommer war das ja ein Thema, Kohle, Kohle Russland, da war ja auch Anton und viele andere hier im Raum. Da merkt man so ein bisschen, Petersburger Dialog ist ja, ich hätte fast gesagt, verseucht, sagen wir mal, dominiert durch Gazprom. Da sind also Gazprom-Vertreter in jeder Sitzung. Und die fanden das irgendwie interessant, da mal drüber nachzudenken, über diese ewige Subventioniererei der Kohle, weil die sind ja wiederum auch Konkurrenten, ja, Kohle und Gas. Also vielleicht ist das ja auch eine interessante Geschichte, dass man da mal irgendwie guckt, ob man, man muss natürlich aufpassen mit solchen Verbündeten, ja, aber ob man da nicht irgendwie diese Konkurrenz für den Umweltschutz sozusagen nutzbar machen kann und die Kohleabsatzmöglichkeiten im Ausland durch so eine Art von Subventionskritik vielleicht auch verändern kann. Das ist ja, das wäre die eine Möglichkeit, da zu agieren. Und die andere ist tatsächlich wohl über auch staatliche Politik, Deutschland, Russland dann auf der Ebene der verschiedenen Ministerien zwischen den Regierungen. Vielen Dank. Wir kommen damit zum Ende unseres Panels. Tatsächlich, was offen bleibt, ist, wie weit wir alle vielleicht auch als Konsumenten auf die ein oder andere Art doch Druck ausüben könnten, wenn es um die Frage von Kohleimport geht. Natürlich die staatliche Politik, auf die können wir hier natürlich in gewisser Weise auch Einfluss nehmen, wenn es um Verhandlungen mit Russland geht. Ich denke, da kann natürlich, ich sage Lobbyarbeit von Verbänden und natürlich Diskussionen innerhalb der Parteien auch etwas bewegen gegebenenfalls. Den Vorschlag, dass wir mal versuchen, Gazprom und die Tagebaubetreiber gegeneinander aufzuwiegeln, ist ein Weg, da können wir noch mal drüber überlegen. Wichtig wird es jetzt sicherlich für das zweite Panel sein, noch mal genauer hinzuschauen. Ich finde, wir haben eine Reihe von schönen Beispielen eigentlich gesehen, von Dingen, die möglich sind. Trotzdem erscheint es mir ein bisschen so, es gibt keine wirklichen Ideen dafür, wie man Proteste besser bündeln kann, wie man Personen stärker mobilisieren kann. Und vielleicht wird es spannend sein, im nächsten Panel zu hören, was es da vielleicht auch aus anderen Regionen für Beispiele gibt. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei den Panelisten hier und bei Ihnen fürs Zuhören, mitdiskutieren. Und wir machen jetzt zehn Minuten Pause. Sie finden draußen, glaube ich, Getränke. Okay, danke. Thank you.